Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part. Let's play Game Dev Tycoon. Wir fangen gleich damit an, ein neues Spiel zu machen, nämlich Fantasy. Und zwar wie nennen wir mal den? RPG, so. Die Titscher? Wer kennt's nicht? Ich kenn's nicht. So, machen wir das so. Ich bin schon gespannt. Da haben wir schon viele Einnahmen gemacht. Hier auch. Ah. Bisher nur Einnahmen. Was anderes wäre sehr traurig. Sehr, sehr traurig. So, Dialoge ganz hoch. Das ist irgendwie relativ falsch. Weil in jedem RPG sind blöde Gegner sehr blöd für den Spieler. Weil ist ja beim RPG ganz schön scheiße, wenn man eine leichte KI hat. Also ich möchte nur ein Rollenspiel haben, was auch gute KI hat. So persönlich jetzt hat. Weiß ja nicht, wie ihr es seht. Wieder ein bisschen mehr hierauf, hier runter, da runter. World Design ist dafür sehr wichtig, da haben sie schon recht. So, hau die Bugs. Hier sind die Altersgruppen. Also halt jung. Also Kinder. Jedes Alter und Erwachsene. Auf das 18 halt. So, du machst jetzt nichts mehr. Komm, Finger weg. Danke. So, die Titscher geht auf die Macht. Nimm mal gleich nur 15. Ach, genau, das Marketing war 40 Punkte. So, die First Reviews. So, das ist das absolute Gammler-Spiel. Sag ich doch. So, macht zu. 9. Jetzt kommt eine 7. Jetzt kommt vielleicht noch eine 8 oder eine 9. Ja. Wird so eine 8. 8,25. Ja, 8,25. Unser bisher bestes Spiel. 8,25. 7,75. 8. 7. 5,75. 7,5. So. Sag ich doch. Volle Testkonsole Wiener, wer kennt's nicht? Eine andere japanische Firma, die ihre eigene Gaming-Konsole herausbringen wollen. Mhm. So, erster Monat gleich 17,3000. Das ist schon was. Wir haben jetzt schon wieder mehr Einnahmen gemacht und zwar einen Haufen. So, hier Game Report. Also schlecht ist es nicht, da muss man schon sagen. Ja. Nach dem Hype in der ersten Woche. Lass mich mal kurz lesen. Unsere Marktforschung nach unserer Marktforschung ist das vor kurzer Zeit veröffentlichte Spiel The Titcher ein Überraschungshit geworden. Der Entwickler LM Games ist sehr neu in der Gaming Industry und wir können nicht mehr nicht länger nein hä ach egal mein Englisch das, ich selber verstehe das, aber ich kann es nicht übersetzen. Das ist so eine Plattform Genre Match TS RPG. Okay, ja gut, das machen wir lieber nicht mehr. Was wir jetzt aber machen, ist ein neues
Warte, nein, falsch. Das ist ja gut, das ist ja gut. Machen wir hier ein schönes Action-Spiel. Bei Fantasy ist ja schon wieder zu früh. Also, das für Young. Hoffe, das funktioniert. Oh, das ist. Der kennt's nicht. Burp. Super. Wer kennt das Spiel denn nicht? Was mache ich hier für Mist? Ich sollte aufhören, ich sollte meinen Kanal löschen. Ah, Scheiße. Komm, mach hin. Ich brauch mal einen Hit. Muss über die Millionen kommen. Dialoge. Ach, hier ist mir künstliche Intelligenz ganz wichtig. Ich verstehe es ab und zu nicht. Na klar, gute KI ist in jedem Spiel wichtig. In der Simulation am meisten sogar, meiner Meinung nach. Wenn du in der Simulation scheiß KI hast, die nicht gut dasjenige, was sie simulieren sollen, simulieren können, dann ist auch schon wieder Halleluja. So, komm, hau die Bugs raus. So, Finger weg. Finger weg, habe ich gesagt. Danke. Sönnükumbö. Hoffen wir mal, dass es nicht schlecht ausfallen wird. Mal Comedy. Kommen die Spiele. Haben mir jetzt gerade nicht so viel ein. Und ist es ein Erfolg? 9, 8, 8, 9, 8,5. Unser bisher bestes Spiel. Wie viel haben wir? 12,1, 12,2. Kommen die? So, als nächstes hätte ich gerne. Was geht man denn? Gefängnis? Können wir einen Simulator machen? Ich kenne keinen Simulator mit, wo man ein Gefängnis verwalten muss. Geschweige denn vom Bauen. Nein, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Nein, nein, nein. Ich fange damit nicht an. So, als nächstes hätte ich gerne. Detektiv, gut, wenn du meinst. Was ist die Master Wii bei Wiener? Nein, warte. Wiener. Ja gut, Wiener kann man jetzt irgendwie. Ha, das ist falsch geschrieben. Wiener schreibt bei Wiener. Das wäre so richtig, richtig dumm. So, noch zwei können wir erforschen. Ich spiele Sport. Militär, ja, das geht natürlich auch. Kennt ihr schon das Call of Duty? Call of Study. Das neue Lernspiel. Oh, Scheiße. Ich sollte aufhören. Ich sollte einfach aufhören. Was? Wusch! Schon! Ah, Scheiße. Komm, mach zu. Brauch Kohle. Hier, geh zu. Research. Aliens. Muss ich gleich mal was schauen. Gleich mal schauen. Aliens. Gut, dann neues Spiel, nämlich Military. M natürlich. Ein Actionspiel. Und zwar für.
Die G64, so. So, das ist. Wow, hatte ich mal fast mein Handy gefallen gelassen. Das ist natürlich. Call of. Das ist ein ganz selbstständiges Gerät. Die habe ich mir pur ausgedacht, ja. Ist keine Mischung aus zwei. Nein, nein, nein. Hey, ich würde das. Achso. Was? Weg damit. Komma. WM-Finale. Wow. Warcraft läuft ja immer noch. Legend of Tats. Was ist das denn schon wieder für ein Mist? Kam nicht vor kurzem erst wieder ein Tarzan-Film raus von Disney? Geht es überhaupt über Tarzan? Weil der Tarzan der Junge von der Unter ja gut, es geht um den. Was? Ja, komm, Interview. Kate, thank you for your time. We publish this in the Interview next week. So, gut. Player GG. Planet GG hat hat ein Interview mit RM Games veröffentlicht. Während dem Interview wurde bekannt, dass die Firma an ihrem ersten Spiel mit der Jungfreigabe 18 arbeiten. R2D zu meinen, der Besitzer und CEO von RM Games sagte, wir denken, dass Spieler für mehr nach mehr Erwachsenenspielen schauen und wir sind gewollt, dieses Risiko einzugehen. Ja. Sehr viele Experten meinen, dass früher oder später Erwachsene Spiele mit erwachsenen Themen mehr es fällt mir das Wort nicht ein mehr regelmäßig kommen. Wir sind gespannt, was wie der Markt auf dieses Spiel reagiert. Hype, 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 hype. Computer weg, genau, brav. Call of Battlefield. Click Spam! So. Game Report. So, 10. So, jetzt will ich ein pures 10, wenn nicht sogar 10,25. Oh. 10 oder 10,5. Wirklich. Played it for days. Love it. Habe ich für Tage gespielt. Ich liebe es. Sehr unterhaltsam. Und nette Erfahrung. 7,75. Da bin ich gespannt. Nee, das übersetze ich jetzt nicht. Das ist traurig, wenn ich das jetzt anfange zu übersetzen. Plot vom Genre Mesh Test Action. Auch nur okay. Was ist denn das für ein Bullshit? Haben wir schon Gewinn gemacht? Wäre nicht. Wer hat Gewinn gemacht? Ach so, ist schon die zweite Woche. Aber trotzdem haben wir trotzdem Gewinn gemacht. Der erste Woche Gewinn. Ja. Yeah. So. Na, was sagt er? Was sagt der Onkel? Na, no, keine neue Erfahrung. Ja, gut. Wie erwartet. Space. Also Call of Battlefield. Ganz neu habe ich mir einfach so überlegt. Wer kennt's nicht? Weil der Spiel nicht kennt, hat etwas verpasst.
Ja, der Gameling. Hätten sie Game Girl genannt, dann hätte ich es irgendwie gefeiert. Boah, das hat sich wirklich gefeiert. Spech! Aua, das hat mir selber weh. Airplane? War der nächste Simulator? Die nächste Simulator-Reihe kommt? So, machen wir noch ein Spiel und dann war es das für heute wieder. Glaube ich. Alter, wie lang, wie kurzweilig das Ganze hier ist. Komm, geh zu. Ich brauche wieder Kohle. Und zwar mit neuen Simulator. Hier, Simulator. Airplane Simulator. Plattform. Hier, Simulation. Simulation. Game Engine 1. So, das ist da. Der Flug. Nicht. Wer kennt's nicht? Eins natürlich. Es werden sehr viele kommen. 1 Million. Boah, wenn man in diesem Spiel 1 Million Spiele herausbringt. Wenn man in echt 1 Million Spiele herausbringt. Alter. Das wäre schon krass. Wenn man das mal überlegt. Wenn wir jetzt mal von ausgehen. Okay, jetzt mal auf, davon aus. 80. Mit 88 stirbt man. Das heißt, 70 Jahre, wenn man mit 18 anfängt, 70 Jahre pures Arbeiten. Boah, das ist das. Alter. 1 Million durch 70. Das wären 70.000. 70. Also mal, ups. Das hätte nicht mal heißen sollen, das hätte total heißen sollen. 14.205, ne, aufgerundet 86 Spiele in einem Jahr müsste man herausbringen, um diese Zahl von 1 Million Spielen zu stemmen in 70 Jahren gesamt. So, liebe Spieleentwickler, ihr habt eine Challenge, jeden Tag mehrere Spiele rauszubringen. Viel Spaß. Ups. Ist schon krass. Das wären einfach um die 40 Spiele pro Tag. Alter. Wenn man Zeit. Dritte Grafik! Aua! Tat nicht weh. Nein, nein, nein. Der Flug nicht Simulator 1. Wer kennt's nicht? So, hier. 8. Sehr. Lustig, was habe ich vorhin gesagt? Keine Ahnung. Very good. Good game. Outstanding game. 8. Bewertung von 8. Ich finde es auch sehr schön, dass es nur 4 Bewertungsdinger gibt. Wie viel gibt es denn echt? Alter, welches Strategiespiel für den Test? Jetzt glaube ich weniger. Was with no growing interest in you about it, also growing it. Oh. Ach, auf einmal. Egal. So, Research. Die schöne 3D-Grafik V1. Und wir haben. Wir haben. Boah. Ja, 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 komm, geh weiter. Wir haben. Okay, wir kriegen vielleicht doch keine Million zusammen. Oder? Doch. Wir kriegen die Million! Yeah, 1 Million. Erste Million nach 4,5. Nach 4,5 Jahren. Nope, ich move nicht. Das wäre ganz schön blöd. Sünden. Sondern krieg mal was Gescheites. Live. Nö. Nimm mal den Level-Tutor. So. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Ach, auch schon gemerkt.
Also, boah, Wiener. So. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh ja. Yeah.